Wenn der Mann hier neben mir losleitet, dann ist Party und Stimmung garantiert. Der Marc Piercher, schön bist du da, live jetzt am Schlagerfestival in Geiss. Ja Marc, du bist nicht nur viel in der Schweiz unterwegs, du lebst mittlerweile auch in der Schweiz. Wie fest fühlst du dich auch als Schweizer? Also ehrlich gesagt, ich bin schon ein Tiroler und im Herzen werde ich immer ein Tiroler bleiben, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Schweiz und die ist doch sehr ähnlich wie Tirol. Also ich würde nicht mal sagen wie Österreich, aber wie Tirol. Also die Gegend in der Schweiz, speziell hier in dieser Gegend, Appenzell und so, das ist schon ziemlich ähnlich und auch die Mentalität der Leute. Weil wir Zillertaler, wir sind auch stur, kämpfen für die Heimat, sind eigensinnig, aber haben trotzdem das Herz am rechten Fleck. So wie die Appenzeller. So wie die Appenzeller. Und was mir bei dir jetzt gerade auffällt, du sprichst fast einwandfrei Schweizerdeutsch. Wie lange hast du gelernt? Also ich verstehe einwandfrei Schweizerdeutsch, aber reden kann ich es nicht. Ein paar Brocken sind immer dabei, Schweizerdeutsch, aber natürlich auch viel Tirolerisches. Meine Muttersprache möchte ich natürlich nicht ablegen, aber ich bin schon froh, wenn ich alles verstehe. Jetzt, du kannst in diesem Jahr dein 30-Jahr-Jubiläum feiern. Wie fest stolz ist man als Künstler, wenn man so eine runde Zahl hat? Ich bin schon sehr stolz, also ich bin auf vieles stolz. Auf ein paar Sachen, die mir passiert sind oder die ich gemacht habe, bin ich nicht stolz, aber das ist immer so. Es gibt immer Plus und Minus. Aber wenn ich es so im Großen und Ganzen betrachte, kann ich eigentlich schon stolz sein und kann froh sein, so vieles erlebt zu haben. Zum Beispiel ein Grand Prix-Sieg, dann ein Riesenhit mit 7 Sünden. Und das ist immer noch meine Basis. Das ist die Basis meines Erfolgs, den Grand Prix gewonnen zu haben, 2003. Und dann ein Jahr später der Riesenhit mit 7 Sünden. Und da geht immer noch die Post ab, fast 20 Jahre später. Also du kannst darauf aufbauen, aber was braucht es heute, um den Level zu halten, um erfolgreich zu bleiben? Gott sei Dank hat sich da seit Corona was geändert. Das klingt jetzt komisch, aber die Qualität, die hat sich noch nie so durchgesetzt wie jetzt. Also die Trittbrettfahrer sind weniger geworden und du musst fleißig sein, du musst wollen und du musst was können. Das Publikum unterscheidet wirklich, zu wem gehe ich ins Konzert, wer kann was, wer bereitet mir Freude und wem kann ich das glauben, was er auf der Bühne macht. Also die Ehrlichkeit war noch nie so wichtig, das Talent und einfach der Ehrgeiz und diese Formel, die funktioniert. Und ich habe durch die Pause der Corona-Pandemie eigentlich wieder richtig die Freude bekommen, auf die Bühne zu dürfen. Und das möchte man jetzt beibehalten. Ich mache nicht mehr ganz so viele Auftritte, aber ich habe eine richtige Gaudi, wenn ich auf der Bühne stehe. Bei dir spürt man es natürlich auch, die Power, die Freude, die du hast. Du warst auf deiner Webseite. Ich habe gesehen, du hast fast jedes Jahr mittlerweile auch eine CD, ein Album rausgegeben. Der Pace oder der Level, der behaltest du bei. Also weiterhin jedes Jahr ein neues Album. Nein, es war früher jedes Jahr ein Album und jetzt haben wir es irgendwann auf alle 1,5 Jahre gemacht. Und zum Beispiel für nächstes Jahr ist ein ganz neues Produkt geplant, was Spezielles, was mir meine Plattenfirma zum Jubiläum geschenkt hat. Nämlich ein Album, das wird heißen Lieder fürs Herz. Und das werde ich in Nashville produzieren, also in Amerika, mit den Musikern dort und wird dadurch natürlich ganz anders klingen und trotzdem hoffentlich meinen Herzschlag wird man trotzdem spüren und das ist einmal ganz was anderes. Aber wie du sagst, also es hat sich schon ein bisschen verändert und es ist nicht mehr nötig, jedes Jahr sofort was Neues zu bringen. Es reicht alle 1,5 Jahre. Wichtig ist, dass man im Programm auf der Bühne immer wieder was Neues drin hat. Gut, alle 1,5 Jahre ist immer noch sehr viel. Jetzt bist du heute am Schlagerfestival in Geiss und nachher gehst du gerade auf eine Weihnachtstournee, habe ich gesehen. Primär oder ganz stark in der Schweiz. Warum konzentrierst du dich so stark auf den Schweizer Markt? Weil die Schweiz, speziell was Weihnachten anbelangt, das sehr, sehr gern hat. Also wir haben diese Konzerte, die da geplant sind, Marc Bircher und Michael Hirte, die sind alle in der Schweiz und sind eigentlich bis auf eines alle schon fast ausverkauft. Und das spricht für die Idee, ein ruhiges Konzert zu machen. Und ich freue mich auf diese Konzerte, weil das einmal ganz ein anderes Bild ist, was ich da von mir zeigen kann. Und nachher ist Weihnachten. Wie feiert der Marc Piercher Weihnachten? Ganz ruhig, im kleinen Rahmen mit der Familie. Dann fliegen wir ein bisschen in die Ferien. Und ich habe dann ab, ich glaube, 15. Januar oder so, Vollgas Wintersaison bis Ende April. Und dann ist eine kleine Pause von 2 Wochen oder so. Und dann ist in Küsnacht am Rigi am 13. Mai ist dann mein Festival, die Schlagerküsnacht. Und von da weg geht es dann Vollgas wieder bis Oktober. Also es ist unglaublich viel geplant nächstes Jahr. Gut, wir haben alle natürlich gehört, wo sie jetzt dich überall anzieht, wo man dich sehen kann. Danke vielmals, Marc Piercher, für den kurzen Talk und jetzt ganz viel Erfolg am Schlagerfestival in Geiss. Danke und am besten, ihr schaut auf die Homepage www.marcpiercher.at.